Herzlich willkommen zur Veranstaltung der Piratenfraktion, Vorstellung unserer Machbarkeitsstudie zum fahrscheinlosen ÖPNV oder, und das klärt dann auch gleich das Hashtag dieses Abends, wie wir es nennen, fahrscheinlos. Fahrscheinlos Berlin für alle, das Logo sagt es auch. Ich begrüße vor allen Dingen recht herzlich die Kolleginnen und Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus und aus dem Deutschen Bundestag, wobei ich nicht weiß, ob die Kollegin, die sich angemeldet hat, schon da ist. Die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien, das hat mich sehr gefreut, vor allen Dingen von den Grünen und den Linken, die sich angemeldet haben. Auch Vertreter der Verkehrsgesellschaften von Berlin und um Berlin sind da, das ist super. Und natürlich die Fahrgastverbände und die Wissenschaft hat sich auch Zeit genommen, um hier anwesend zu sein. Herzlich willkommen. Und bevor ich jetzt noch mehr sage, erstmal viel Spaß und Informationen bei dieser Veranstaltung. Ja, ja. Kommt noch. So, zunächst bin ich dran, dann ist der Kollege Baum, der sich als verkehrspolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus verantwortlich zeichnet für den Auftrag zur Studie und das Erklären dessen, was da drin steht. Das ist der junge Herr neben mir. Dann werden wir weitermachen mit tatsächlich auch den Inhalten und der Vorstellung der Studie durch die Kollegen von HER. Die sitzen schon hier vorne, die rufen wir dann gleich auf die Bühne. Und wir treten dann ein in eine Gesprächsrunde, in eine Podiumsdiskussion, wo es hoffentlich dann sehr informativ und auch kritisch wird, weil wir natürlich auch Gäste eingeladen haben und gewonnen haben, die das Ganze nicht so sehen wie wir. Und darüber freuen wir uns, weil darüber kommen wir dann ja auch vielleicht mal zu einer Einigung im Sinne des fahrscheinlosen ÖPNVs. Warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Ich meine, die einen oder anderen, ich sehe jetzt auch dankenswerterweise im Publikum Leute, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, wissen es, seit 2011 wirbt die Piratenpartei insbesondere in Berlin mit dem fahrscheinlosen ÖPNV. Wir haben, glaube ich, niemand von uns hat, als wir das Wahlprogramm damals geschrieben haben, gedacht, dass wir es tatsächlich auch mal umsetzen sollten. Das Gleiche galt auch für das Wahlalter ab 16, das wir ins Wahlprogramm geschrieben haben. Und für beide Felder galt und gilt, die Umsetzung gestaltet sich dann doch schwieriger, als wir uns das ursprünglich mal gedacht haben. Das hat uns auch erst als Fraktion dazu bewegt, so einen Studienauftrag zu geben, weil man kann ja viel erzählen und viel fordern, aber ob es dann auch machbar ist, das kann man halt schlecht nachweisen, bis man es versucht hat. Und dabei helfen solche Studien. Und ich bin sehr froh, dass wir mit HER einen Partner gefunden haben, der uns da kompetent zur Seite steht und wahrscheinlich auch in dem Feld solidarisch finanzierter öffentlicher Personennahverkehr sowas wie die bundesweite Kompetenz darstellt. Sind ja auch nicht nur Studien für uns in Auftrag gegeben worden, verwiesen sei da auch auf eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die sehr interessant ist für die gemeinsame Idee des fahrscheinlosen ÖPNVs. Jetzt dann, 4 Jahre fast, nachdem wir in das Abgeordnetenhaus einziehen durften, ist die Debatte endlich da. Nicht nur die Piraten haben sich auf Landesparteitagen und auch im Bundesparteitag mit dem Thema beschäftigt und finden den fahrscheinlosen ÖPNV toll, sondern auch die Linken, die Grünen und zuletzt auch die SPD. Das freut uns sehr. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass die Studie, die wir heute vorstellen und die Ergebnisse ein Baustein sein können, um dann auch das Vorhaben selbst in Angriff zu nehmen und für Berlin einen solidarisch finanzierten, fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr ins Leben zu rufen. Ich glaube, dass die Menschen in der Stadt sehr viel mehr Interesse an dem Thema haben und das auch schon seit Jahren, als es in der politischen Debatte den Anschein hat. Ich glaube auch, dass die Entscheidungen der anderen Parteien auch in Berlin ein Ausdruck dafür sind und ich freue mich, wenn wir heute dazu kommen, auch in der Podiumsdiskussion und dann auch mit Ihnen als Veranstaltungsteilnehmende mal so einen Ausblick zu machen, wie gehen wir es denn jetzt eigentlich an? Ja, wir reden über viele Zahlen, wir reden über viele Vorhaben und Umsetzungsvorhaben. Wir müssen dann aber auch mal dazu kommen, dass wir den ersten Schritt wagen und in die Richtung möchte ich gerne auch mit Ihnen dann in der offenen Diskussion diskutieren. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion haben wir dann natürlich noch das obligatorische Schnittchen fassen, das der Vernetzung dienen soll und auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. Als nächstes kommt Andreas Baum, der uns mal ganz kurz erzählen wird, wie seine Perspektive zu dem Thema ist und was die Piratenfraktion eigentlich so unter dem fahrscheinlosen ÖPNV versteht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns gleich wieder. Andreas, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Martin. Ja, freut mich, dass doch so viele gekommen sind. Gerade in den letzten Wochen war das tatsächlich ein Thema, was an vielen Stellen in der Stadt immer wieder diskutiert wurde. Und ich würde gerne noch mal einen kurzen Überblick geben darüber, was, wieso eigentlich der Ablauf war und auch, wie wir eigentlich dazu kommen. Also, warum schreibt man eigentlich einen fahrscheinlosen ÖPNV in ein Wahlprogramm? Und das kommt nicht von ungefähr, sondern da gibt es eine bestimmte Überlegung, die dahinter steckt. Und für uns stand da ganz klar eben auch der soziale Aspekt unter anderem im Vordergrund, weil wir eben das Recht auf Mobilität so sehen, dass jeder, der eben in Berlin sich aufhält, auch die Möglichkeit haben sollte, sich mit einem kostenlosen bzw. fahrscheinfreien ÖPNV von A nach B zu bewegen. Und genau deswegen haben wir das eben auch in unser Wahlprogramm dann reingeschrieben und um sozusagen das Recht auf Mobilität dann tatsächlich auch wirksam werden zu lassen. Wenn wir uns heute die Situation anschauen, dann sehen wir beim ÖPNV eigentlich an vielen Stellen tatsächlich eine Katastrophe. Denn die Infrastruktur, das merkt jeder spätestens seit dem Winterausfall, dem grandiosen von der S-Bahn, wo dann festgestellt wurde bei Schnee und Eis und wenn die Temperaturen etwas kälter werden, dann funktioniert es nicht so, wie man das eigentlich in den Fahrplan geschrieben hat. Und da wird natürlich deutlich, gerade dass in den darauffolgenden Jahren die Technik auch lange Zeit nicht in den Griff gekriegt wurde, was wir eigentlich investieren müssen und an welchen Stellen wir eigentlich dafür sorgen müssen, dass auch in Zukunft die S-Bahn insbesondere, aber auch die U-Bahn, wo es auch jetzt gerade wieder darum geht, wie bezahlen wir dann eigentlich Investitionen in neue Wagen, ist immer eine Diskussion und dann kommt auf einmal so ein Siva daher, wo man dann mit Sondermitteln agieren muss. Aber im Prinzip ist das genauso wie beim Schlaglochprogramm. Das ist nichts, was irgendwie auf einmal überraschend kommt, der Winter, und dafür sorgt, dass die Straßen natürlich in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern im Prinzip ist das, sind das Anforderungen, die die Politik so begreifen muss, dass sie sozusagen für eine dauerhafte Investition und ausreichende Ausstattung auch für den ÖPNV sorgen muss. Und genau da setzen wir natürlich auch an, indem wir uns grundlegend darüber Gedanken machen, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass sozusagen die Ausstattung auch in Zukunft dauerhaft funktioniert. Der Nahverkehr ist für uns eben auch eine Möglichkeit, den Verkehr der Zukunft zu gestalten und gerade dafür zu sorgen, dass eben es nicht mehr so ist wie bisher, dass Autos, die einen sehr hohen Platzbedarf haben, pro Teilnehmer, der dann daran teilnimmt, viele Autos sind immer nur mit einem besetzt und dann durch die Gegend fahren. Und wenn man sich dann sozusagen den Verkehrsanteil anguckt, den man abwickeln kann mit Autos, dann sind es 30% ungefähr und Platz brauchen Autos aber für 60%. Also da passen Dinge, die dann eben gerade nicht mehr zusammen, wenn man sich eben auch noch anguckt, wie die Stadt weiter wächst und wie viel zukünftigen und steigenden Verkehrsbedarf man eben abwickeln muss und eben auch abwickeln muss. Zur Studie würde ich zwei Dinge gerne kurz sagen. Und zwar einmal, das ist kein Konzept der Piratenfraktion, wie man einen fahrscheinlosen Nahverkehr umsetzt, sondern diese Machbarkeitsstudie dient uns als Handreichung dafür, um genau dieses Konzept auch in Verbindung mit den anderen Parteien, mit anderen Interessenträgern zu entwickeln, um dann politisch dafür zu sorgen, dass es auch sozusagen umgesetzt werden kann. Das ist auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite ist aber auch wichtig zu sehen, dass es eben nicht nur um den fahrscheinlosen ÖPNV geht, sondern dass es insgesamt um das Thema fahrscheinlos geht und fahrscheinlos sind auch noch andere Verkehrsarten, insbesondere wie zum Beispiel der Fuß- und Radverkehr, den wir gerade bei so einem Konzept besonders berücksichtigen müssen und eben auch massiv aufwerten müssen, damit er attraktiver wird und damit auch diejenigen, die dann in der Regel ja auch heute schon mit dem Fahrrad fahren, ich bin einer davon, ich habe gesehen, auch heute bei dem Wetter, wo es vielleicht nicht so einladend ist, sind auch viele mit dem Fahrrad gekommen zu dieser Veranstaltung. Und genau das muss eben auch in der Zukunft attraktiver werden, als es bisher ist. Und deswegen haben wir gerade auch bei den Finanzierungen darauf geachtet, dass die Mittel, die wir insgesamt auch für den fahrscheinlosen ÖPNV, auch eben für den fahrscheinlosen Fuß- und Radverkehr zur Verfügung stellen, damit wir da eine bessere Finanzierungsgrundlage als bisher haben. Kurz noch, wo wollen wir hin? Was kommt dann eigentlich?
Wir wollen hin zu einer besseren Lebensqualität in der Stadt und die erreicht man eben gerade damit, indem man sorgt, dass mehr Verkehr im Umweltverbund abgewickelt wird. Das heißt also im ÖPNV, aber auch eben zu Fuß und mit dem Rad. Und das kommt nämlich dann auch allen denjenigen zugute, die in Zukunft aus welchen Gründen auch immer noch weiter mit dem Auto oder mit Kraftfahrzeugen auf der Straße unterwegs sind. Ich glaube, jeder Autofahrer sollte sich wahnsinnig über jeden anderen Autofahrer freuen, der in Zukunft vom Auto auf Bus und Bahn umsteigt, weil er dann nämlich tatsächlich ja auch einfach mal weniger Autos vor sich an der roten Ampel hat, wo er warten muss, bis er dann mal auch die grüne Ampel vor sich hat und wo er dann weiterfahren kann. Das heißt also, insgesamt kommt das tatsächlich auch den Autofahrern zugute, wobei wir natürlich auch entsprechend steuern wollen, um den ÖPNV attraktiv zu machen. Es gibt auch Unterschiede, das zum Abschluss noch zu den anderen Konzepten oder Schlagworten, auch bei den anderen Parteien. Die Grünen sagen dazu ja Semesterticket für alle. Unser Ziel ist fahrscheinlos, werden wir aber auch gleich noch hören, welche Dinge damit verbunden sind. Und unser Ziel ist eben auch tatsächlich im Gegensatz zu den Linken, die ja sagen, sie machen sie benennen das Öffi-Flat, da wird eben auch noch mit einem Fahrschein gearbeitet. Unser Ziel ist tatsächlich, auf den Fahrschein insgesamt verzichten zu können, sodass in Zukunft jeder, der sich in Berlin aufhält, vom Flüchtling bis zum Tourist, bis zum Gast, bis zum Arbeitnehmer, wer auch immer, den öffentlichen Personennahverkehr einfach so benutzen kann und letzten Endes aber dann es auch eine gerechte, möglichst gerechte Finanzierung dafür gibt. Wie das jetzt alles genau funktioniert, das erklären uns jetzt Herr Waluga und Herr Maas und bitte Sie auf die Bühne und bin gespannt, was Sie uns berichten. Danke. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Sie sehen zwei der drei Studienautoren hier auf dem Podium und wir werden uns auch entsprechend unserer jeweiligen Expertise und an den Teilen, an denen wir in der Studie jeweils gearbeitet haben, uns das ein wenig aufteilen und versuchen hier in den nächsten 20 bis 30 Minuten Ihnen so die wesentlichen Ergebnisse aus unserer Studie näher zu bringen. Jetzt gucken wir, ob das funktioniert. Andere Richtung? Nein. Ha. Also ich habe es sonst auch nochmal analog mit. Ich weiß nur nicht, ob Sie das sehen können. Ja, darum machen wir es da. Das ist doch auch okay. Wenn das wunderbar geht auch. Ja, Sie dürfen auch mal Mikrofon richten. So. Gut, dann können mich alle hören und sehen, können auch alle, wunderbar. Dann können wir loslegen. Ich will nur ganz kurz den Ablauf Ihnen schildern und dann auch gleich an Herrn Waluga übergeben. Vier Themen, die wir jetzt abhandeln wollen, die sich im Wesentlichen auch die Studie gliedert. Der erste größere Teil ist eine Modellrechnung. Da geht es wirklich um die Frage, was für verkehrliche Wirkungen hätte die Einführung eines fahrscheinfreien ÖPNV für Berlin und was würden daraus für Kosten folgen. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil und da bin ich sehr froh, dass ich mit Gregor Waluga einen Mitarbeiter in diesem Projekt gehabt habe, der genau in diesem Feld ganz hervorragende Arbeit schon geleistet hat und in dem Bereich promoviert und auch ganz viel davon mitbringen konnte in diese Studie von diesem Wissen. Danach kommt die Frage, welche Finanzierungsinstrumente, um diese gerade beschriebenen Kosten dann auch zu decken, bestehen überhaupt? Was ist dort denkbar? Was kann vor allem der Landesgesetzgeber machen? Also uns ging es darum, landesrechtlich umsetzbare, in Berlin umsetzbare Instrumente zu finden. Dann auch die Frage, die Herr Baum gerade angesprochen hat, welche begleitenden Maßnahmen bräuchten wir eigentlich, das ist nur ein kleiner Teil in der Studie, aber damit das Ganze in einem kohärenten Gesamtkonzept eingeführt werden kann, was auch die anderen umweltfreundlichen Verkehrsträger nicht benachteiligt. Und schließlich werden wir ein paar Beispielsrechnungen, ein paar Finanzierungsszenarien mit auf den Weg geben. Auch da, verstehen Sie es bitte nicht falsch, dass das sozusagen jetzt
der Vorschlag ist, von dem wir behaupten, das ist der allein glücklich machende und selig machende, sondern wir haben verschiedene Module entwickelt, wie eine Finanzierung denkbar wäre. Und je nach politischer Präferenz kann man sagen, da gibt es manche Instrumente, die finden wir gut, die wollen wir einbeziehen oder stärker einbeziehen oder weniger einbeziehen. Das ist sozusagen der Sinn unserer Studie und wir machen aber ein paar Beispielsrechnungen. So, damit übergebe ich an Gregor Waluga. Ja, auch von mir einen schönen Abend. Genau, unsere Aufgabe war es, eine Modellrechnung durchzuführen, um die Kosten eines fahrscheinlosen Nahverkehrs zu ermitteln. Und hierfür brauchen wir auch ein Modell, das verschiedene Annahmen dynamisch abbildet und mit verschiedenen Annahmen, die wir dann später vorstellen werden, umgehen kann. Und das Modell berücksichtigt generell die demografische Entwicklung Berlins, daraus resultierend oder auch aufbauend die, das Mobilitätsverhalten der Berliner Bevölkerung. Zusätzlich werden auch die spezifischen Kostensätze des ÖPNV-Betriebs hier in Berlin als Spannweite berücksichtigt. Dazu können wir gerne später dazu kommen. Und berücksichtigt oder hinzugezogen werden auch bestehende Subventionen des ÖPNV hier in Berlin. Wir werden auch unterschiedliche Drittnutzerfinanzierungsinstrumente einbeziehen und eine zeitliche Einschränkung des, der Fahrscheinfreiheit kann das Modell auch abbilden. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben die Mobilitätskennziffern der Studie von 2008, die Mobilität in Städten 2008, herangezogen. Die Studienergebnisse der Mobilität in Städten 2013 war für uns noch nicht verfügbar. Deswegen mussten wir mit Annahmen arbeiten, die ein Mobilitätstrend oder die, das Mobilitätsverhalten bis 2020 abbilden. Und letztendlich, letzte Woche oder vor zwei Wochen wird das publiziert und wir haben das auch sehr gut getroffen. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Fahrradverkehr hier in Berlin zugenommen hat, auch an der ÖPNV, auch die ÖPNV-Nutzung hat zugenommen. Die PKW-Nutzung ist leicht rückläufig. Das sehen Sie hier auf der roten Linie abgebildet unter dem 2, dass die Verkehrsleistung im ÖPNV zugenommen hat. Und darauf aufbauend nehmen wir verschiedene Varianten an, wie denn ein fahrscheinloser ÖPNV wirken kann. Wir gehen grundsätzlich von einer Zunahme der ÖPNV-Nutzung aus. Hergeleitet haben wir das Ganze anhand von analogen Tarifmodellen, die bereits jetzt schon angewandt werden, auch aus dem Ausland. Da ist zum einen der Nulltarif, die Nulltarifbeispiele zu nennen, aber auch Solidarmodelle wie etwa das Semesterticket oder auch Monatskarten, also ÖPNV-Flatrates, die es ja jetzt auch schon gibt. Und da haben wir sehr interessante Erkenntnisse daraus gewonnen und haben das letztendlich in das Modell berechnen lassen. Und Sie sehen hier aufgetragen der Mobilitätstrend 2020 hier in der zweiten Zeile. Abgebildet sind hier die Verkehrsleistungen bzw. der Model Split nach Verkehrsleistungen hier in Berlin. Und lassen Sie mich hier auf den ÖPNV zu sprechen kommen. Da sehen Sie, dass die, der Model Split-Anteil des ÖPNV in unseren Annahmen mit einem fahrscheinlosen Nahverkehr zunehmen wird, was einer Leistungsausweitung des ÖPNV-Betriebs gegenüber dem heutigen Stand um 14% entspricht. Und das Ganze kann man dann letztendlich auch in die Kostenrechnung einbeziehen. Da sind auch zu nennen die ÖPNV-Kosten 2020 ohne den Mehrverkehr, also ohne den fahrscheinlosen Nahverkehr. Da kommen wir auf etwa 2 bis 2,3 Milliarden Euro jährlichen Bedarf für die Betriebskosten. Der fahrscheinlose Nahverkehr in unserem gewählten Szenario verursacht Kosten in Höhe von 270 Millionen bis 330 Millionen Euro. Zusätzlich angenommen haben wir flankierende Maßnahmen, die zum Beispiel für die Haltestellenerschließung und so weiter notwendig sind. Da haben wir pauschal 20 Euro jährlich angesetzt. Und
20 Millionen, was habe ich gesagt? Euro. Oh, nein, 20 Millionen Euro, genau. Und daraus resultiert ein, die ÖPNV-Kosten mit Mehrverkehr von 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro. Auch hat die, der ÖPNV finanziert sich natürlich auch zu einem großen Teil durch Subventionen und die belaufen sich auf 719 Millionen Euro. Das heißt, wir kommen letztendlich auf umzulegende ÖPNV-Kosten für das Jahr 2020 auf, zwischen 1,5 Milliarden und 2 Milliarden Euro. Zusätzlich ist auch eine Variante möglich, wo der Berufsverkehr bis 10 Uhr ausgeschlossen wird. Das heißt, der fahrscheinfreie Nahverkehr kann nur ab 10 Uhr stattfinden. Das entspricht ungefähr 22% Verkehrsleistung, die nicht umgelegt wird. Und die Kosten sehen Sie hier zwischen 1,2 und 1,5 Milliarden Euro. Ja, dann darf ich an dieser Stelle übernehmen. Darf Sie auch gleich ein wenig verwirren. Sie müssen sich das nicht alles durchlesen. Dieses Durcheinander soll einmal symbolisieren, was für unterschiedliche Begriffe und Konzepte in der Welt sind, wenn man über die Frage spricht, wie könnten solche Finanzierungsinstrumente aussehen, um den fahrscheinfreien ÖPNV zu realisieren. Die ganze Debatte ist nun schon sehr alt. Sie kommt in Wellen immer wieder, spätestens seit den 68ern, die damit sozusagen angefangen haben. Ich habe mir sagen lassen, historisch gab es da auch sogar früher schon größere Bewegungen, die genau diese Forderungen erfüllt haben. Also von daher, rechtshistorisch betrachtet, gibt es da auch schon sehr lange unterschiedlichste Vorschläge, auf die man zurückgreifen kann. Unsere Aufgabe ist natürlich auch ein bisschen, und das will ich jetzt versuchen, mit Ihnen gemeinsam zu tun, ein wenig Systematik erst einmal da reinzubringen, damit sich dieses Chaos ein wenig lichtet. Wenn wir einmal versuchen zu kategorisieren, die unterschiedlichen Finanzierungsinstrumente, die in Frage kommen, dann können wir das anhand verschiedener Kategorien tun. Wir können einmal sagen, wir sortieren das nach rechtlichen Kategorien. Wir können aber auch gucken, eher politisch, wer wird belastet? Wer sind die Zahlungsverpflichteten? Das ist natürlich gerade, wenn man um Realisierung spricht und man um die Konflikte weiß, die mit all diesen Instrumenten verbunden sind, natürlich auch ganz wichtig, dass man einen Mix hat, von dem man auch glaubt, der ist akzeptabel, auch für die Bevölkerung. Und aus verkehrspolitischer Sicht natürlich sehr wichtig, wir können auch nach der Wirkung dieser Maßnahmen differenzieren, ob also ein Instrument eine reine nur die Wirkung hat, Finanzen zu generieren, mit dem ich den ÖPNV attraktiver machen kann, also in dem Fall die Leute hineinziehen durch Attraktivitätssteigerung, eine Pull-Wirkung, oder ob es auch darum geht, mit einer Wirkung den motorisierten Individualverkehr zu deattraktivieren und deswegen ein wenig die Leute sozusagen aus dem Auto raus zu pushen. Das sind so die groben Kategorien. Wer das näher nachlesen will, kann das in der Studie auch gerne nochmal tun. Man muss das vielleicht im Hinterkopf haben, wenn man sich auch auf die einzelnen Instrumente sich die anschaut. Und aus rechtlicher Sicht ist das natürlich ganz wichtig. Deswegen will ich auch diese rechtliche Kategorisierung gerne mit Ihnen gemeinsam uns etwas näher anschauen und da auch ein wenig Zeit drauf verwenden. Das, was als Finanzierungsinstrument im Mittelpunkt auch unserer Studie steht und auch das DIFU hatte ja eine entsprechende Studie vorgelegt, ist das Instrument der Beiträge. Ein bekanntes und bewährtes Instrument der kommunalen Finanzierung, auch von kommunaler Daseinsvorsorge. Der Grundgedanke bei den Beiträgen liegt darin, dass der Staat eine Leistung erbringt, von dem die Individuen einen bestimmten Nutzen haben, einen Sondervorteil haben. Und dieser Sondervorteil, der wird abgeschöpft, indem ich eine Beitragspflicht auferlege. Nun kann ich, wenn ich das Thema versuche, auf den ÖPNV zu münzen, was sozusagen ja in der Realität selten bisher nur passiert ist. Es gibt tatsächlich auch Beiträge, die für den ÖPNV verwendet werden, da kommen wir gleich zu. Aber es gibt erstmal grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie ich diesen individuellen Sondervorteil verstehen kann. Der ist sozusagen aus rechtlicher Sicht auch der ganz zentrale Begriff, der individuelle Sondervorteil. Und da gibt es eben zwei Gruppen, die wir beide beleuchtet haben in dieser Studie. Der erste Teil
steht in dem, was auch als was Sie als Semesterticket alle kennen. Also die Freifahrtmöglichkeit ist der individuelle Vorteil, den der Beitragspflichtige als Gegenleistung quasi erhält. Das kann man aber auch ausweiten. Man könnte auch sagen, wir machen das für alle Arbeitnehmer und machen ein verpflichtendes Jobticket, wer auch immer die Kosten dann trägt, ob Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder man teilt sich das. Oder aber man macht ein verpflichtendes Gästeticket, wie es im Schwarzwald im Übrigen auch schon betrieben wird. Das heißt also, dass Übernachtungsgäste herangezogen werden für einen Beitrag und sie erhalten damit im Gegenzug eine Freifahrtberechtigung für den ÖPNV. Also da steht die Freifahrtmöglichkeit immer noch ein Ticket, steht im Mittelpunkt und ist sozusagen der individuelle Sondervorteil. Nun könnte man es aber auch wirklich von dem Ticketgedanken lösen, hat der Baum ja auch gesagt und Herr Delius, sagen, wir wollen einen gänzlich fahrscheinfreien ÖPNV und stellen deswegen nicht so sehr auf die Freifahrtmöglichkeit ab, sondern auf die bloße Nutzungsmöglichkeit, die Einwohner einer Stadt haben, oder aber auch, ich stelle darauf ab, auf die Erschließung eines Grundstückes mit dem ÖPNV. Wir kennen das alle aus dem Straßenbaurecht, wenn eine Straße gebaut wird, dann sind die Anlieger, die dort wohnen, diejenigen, die für die Kosten aufkommen. Und diesen Gedanken weiterentwickeln, zu sagen, da ist etwas, wo diejenigen, die dort wohnen, einen Nutzen davon haben, und das zu übertragen und zu sagen, hier wird auch etwas erschlossen, nämlich mit einer Leistung durch den öffentlichen Nahverkehr, und zu sagen, das ist bereits der individuelle Sondervorteil, dass diejenigen, die dort wohnen, erreicht werden können und selber auch sozusagen innerhalb der Stadt mobil sind. Das ist der Beitrag. Das Ganze kann ich entweder als einmaligen Erschließungsbeitrag diskutieren, also ich schöpfe sozusagen den Mehrwert grundstücksbezogen ab. Wenn man ein Grundstück oder eine Wohnung und ein Haus gesucht hat, weiß, dass die Grundstücke in der Nähe von S-Bahn- und U-Bahn-Stationen viel teurer sind, als wenn ich eine schlechte ÖPNV-Anbindung habe. Ich versuche sozusagen einmalig, gerade wenn ich eine neue ÖPNV-Anbindung herstelle, sozusagen mir das Geld zu holen von denjenigen, die auch monetär davon profitieren. Oder aber ich könnte sagen, ich mache es als wiederschließende Erschließungsbeiträge habe eine revolvierende einen revolvierenden Beitrag, der sozusagen auch die Finanzierung des Betriebs des ÖPNV beinhaltet. Also diese beiden unterschiedlichen Modelle innerhalb des großen Systems Beiträge bitte ich Sie einmal in Erinnerung zu behalten, weil wir da auch am Ende noch drauf zurückkommen. Nun gibt es aber jenseits der Beiträge auch noch andere Instrumente, die wir auch in unserem Gutachten mit aufgenommen haben. Natürlich der Dauerbrenner in der Verkehrspolitik, die City-Maut, aus unserer Sicht auch verfassungsrechtlich immer noch trotz Pkw-Maut zumindest auf den Gemeindestraßen durchführbar. Oder aber auch das Instrument der Parkraumbewirtschaftung wäre durchaus denkbar, das auszuweiten. Also da haben wir eine individuelle Nutzung und die Inanspruchnahme und erheben dafür eine Gebühr. Hier haben wir die Kategorien, nach denen das möglich ist. Oder aber die bekannten Kommunalsteuern, die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sind sicherlich auch denkbare Instrumente, um zumindest einen Teil der Finanzierung der notwendigen Erlöse einzubringen. Ich könnte auch darüber nachdenken, eine Landessteuer, die den Hebesatz für die Grunderwerbsteuer nochmals anzuheben. All das sind denkbare Möglichkeiten. Oder aber das ganze Thema Sonderabgaben. Nun haben wir in Berlin keine Stellplatzablöse, da kommen wir vielleicht auch gleich noch ganz dazu. Nun habe ich schon ein wenig vorgegriffen auf die nächste Folie, mich deswegen vielleicht ein wenig kürzer fassen, um noch einmal darauf einzugehen, innerhalb der Beiträge auf das große Thema der Instrumente mit korrespondierenden ÖPNV-Ticket. Also das Grundprinzip ist tatsächlich vom Semesterticket hinlänglich bekannt. Die Beitragspflichtigen sind zur Zahlung eines Beitrags verpflichtet und erhalten dafür eben eine Freifahrtberechtigung. Das auszudehnen oder zu sagen, grundsätzlich gilt das für alle Einwohner in Berlin, das ist sozusagen die Grundvariante und der Gedanke des Bürgertickets.
Zusätzlich könnte ich sagen, ich versuche natürlich auch noch möglichst viele Verkehrsströme von außerhalb auch einzufangen, weil ich natürlich in Berlin immer nur die Gesetzgebung über diejenigen habe, die auch in Berlin wohnen. Ich kann natürlich niemanden, der in Brandenburg wohnt, verpflichten, sozusagen hier mit einem Beitragsbescheid ihm zuzusenden und zu sagen, hier kriegst du jetzt, weil du noch im Einzugsbereich des ÖPNV von Berlin bist, einen Beitragsbescheid. Das geht nicht. Ich kann trotzdem gucken, wie kann ich sozusagen das ausdehnen und versuchen, Verkehrsströme mit einzubeziehen. Das kann ich machen, indem ich zum Beispiel bei Übernachtungsgästen das eben bereits erwähnte Gästeticket einführe, also sprich bei Übernachtungsgästen automatisch beim Hotel einchecken, kriegt derjenige sein Ticket überreicht und muss dementsprechend auch einen Beitrag entrichten, der vom Hotel dann eingezogen würde. Ich könnte auch hingehen und sagen, ich verpflichte Veranstalter, das, was derzeit freiwillig getan wird, von den meisten Veranstaltern, von vielen Großveranstaltern, Kombi-Tickets, könnte sagen, ich mache das verpflichtend, habe damit auch einen weiteren Verkehrsstrom, wo auch Leute von außerhalb reinkommen, abgedeckt und ziehe hier sozusagen auch Leute und Besucher, die nicht Berliner Bürger sind, mit in die Finanzierung mit ein. Oder ich könnte das Thema, was ich gerade gesagt habe, Jobticket auch angehen. Das wäre im Übrigen auch etwas, was als Ergänzung denkbar wäre, wenn ich ein Bürgerticket nur für die Nebenzeiten einführe. Da kommen wir sicherlich im Laufe des Abends auch noch drauf zu. Aber eben Ticketpflicht, grundsätzliche Ticketpflicht bleibt. Wenn man kombinieren will, gerade beim Thema Veranstaltungsticket und Bürgerticket, habe ich immer das Problem, gibt es da irgendwo Ticket-Doppelungen oder auch einen Arbeitnehmer, der schon ein Bürgerticket hat. Also all das ist nicht ganz einfach und in der Umsetzung sicherlich etwas diffizil. Und das Thema der Einpendler kriege ich natürlich damit auch nicht in den Griff. Die sind sozusagen weiterhin ganz normal, müssen ihre Fahrscheine lösen, weil sie eben nicht beitragspflichtig sind und dementsprechend auch kein Bürgerticket bekommen. Zweiter großer Bereich, die Instrumente ohne korrespondierendem ÖPNV-Ticket. Die wiederkehrenden Erschließungsbeiträge, von denen ich eben bereits kurz gesprochen hatte. Sicherlich kann man auch darüber nachdenken, eine schrittweise Einführung hier vorzunehmen, also nicht von sozusagen 100 auf 0, sondern zu sagen, wir gehen in Schritten vor, haben also eine sukzessive Senkung der Fahrpreise. Ich kann auch sozusagen anders als beim Bürgerticket, wo ja erstmal der Anknüpfungspunkt sozusagen der Einwohner ist, auch die unterschiedlichen Nutzergruppen mit in die Finanzierung einbeziehen, könnte insbesondere auch schauen, inwieweit wir auch Arbeitgeber mit einem Beitrag belasten. Also all diejenigen, die einen tatsächlichen Nutzen auch haben, das wäre sogar auch aus rechtlicher Sicht zwingend, dass wir ein kohärentes Finanzierungssystem aufbauen, das sich daran bemisst, dass die Belastung äquivalent ist, also die finanzielle Belastung äquivalent ist auch zu dem Nutzen, den die jeweilige Gruppe hat. Dazu müsste man dann schauen, sagen, was sind die Fahrtzwecke, wer profitiert davon und wen kann ich dementsprechend auch in die Finanzierungsverantwortung nehmen. Dazu wäre in der Tat ein relativ komplexes Erhebungssystem erstmal notwendig. Da haben wir auch in der Studie gesagt, das können wir hier auch nicht leisten. Ein solches Erhebungssystem ist sicherlich machbar, aber eben man betritt noch mal mehr juristisches Neuland, als wir es beim Bürgerticket ohnehin tun würden. Bei den Landessteuern und Kommunalsteuern ist es sicherlich unproblematisch, aber die Frage ist eben, wie stark traut man sich auch zu, hier die Steuern anzuheben, um damit auch substanzielle Beiträge überhaupt auch herbeiführen zu können. Bei den Sonderabgaben sehen wir vor allem die Stellplatzabgaben, löse, aber eine Wiedereinführung ist sicherlich verkehrspolitisch auch wäre problematisch. Insofern haben wir da auch jetzt nicht viele Worte drüber verloren. Bei der City-Maut ist sicherlich und auch ebenso bei der Parkraumbewirtschaftung ein großer Vorteil, dass wir eben auch Möglichkeit haben, hier über Push-Effekte verkehrspolitisch sinnvolle Effekte zu erzielen. Aber es ist sicherlich so, dass das natürlich auch sehr stark polarisiert und dass man deswegen die Diskussion gleich wieder in eine Richtung bringt, wo man sehr schnell auf verhärtete Fronten stößt. Aber grundsätzlich ist das sicherlich alles machbar. Wichtig wäre aus unserer Sicht auch noch das, was Herr Delius und Herr Baum auch angesprochen haben, dass man das Ganze in ein
Konzept einpasst, was auch auf die Bedürfnisse der übrigen Umweltverbundverkehrsteilnehmer eingeht. Also, wir wollen das Risiko, was ja auch vielfach diskutiert wird, dass dadurch, dass wir die Leute aus dem Auto in den ÖPNV holen, die Straßen freier werden, freut sich der Rest der Autofahrer, komme ich noch schneller mit dem Auto durch Berlin. Also ich habe einen kontraproduktiven Effekt. Es wird dann vielleicht eher unsicherer für die Radfahrer und die Fußgänger. Dem muss ich begegnen und mögliche Antworten können eben sein, dass ich versuche, den Straßenraum, der frei wird, dadurch, dass Kapazitäten frei werden, dass ich diesen Straßenraum umverteile und das zugunsten des Rad- und Fußverkehrs mache, also sprich in Straßen, wo bisher eben der Platz zu begrenzt war, dass ich dort beispielsweise Radverkehrsstreifen anlege. Ich kann verkehrsberuhigende Maßnahmen einführen, Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Thema Parkraumbewirtschaftung haben wir schon angesprochen. All das sind sicherlich Maßnahmen, die ich durchführen könnte. Oder auch das Thema Intermodalität, Fahrradstellplätze, auch an den ÖPNV-Stationen zu investieren. All diese Maßnahmen können dazu dienen, die Bedingungen für den gesamten Umweltverbund zu verbessern. Und für uns als Autoren der Studie war wichtig, dass wir auch einen gewissen Finanzierungsbedarf für solche Maßnahmen mit vorsehen, weil wir sagen, wir wollen in einem solchen Finanzierungskonzept eben nicht nur die Bedingungen für den ÖPNV verbessern, sondern insgesamt für den Umweltverbund. Und da haben wir eben die von Herrn Waluga bereits angesprochene Vorsorge getroffen. Wir kommen jetzt zu den Finanzierungsszenarien. Auf der linken Säule sehen Sie mal, das ist jetzt nicht maßstabsgetreu, aber so ungefähr, die bisherige ÖPNV-Finanzierung, also mit einem Sockel an staatlicher Grundfinanzierung und dann die Fahrgelderlöse, die eingespielt werden derzeit. Der zukünftige Finanzierungsbedarf in einem fahrscheinfreien ÖPNV wird sicherlich größer sein. Darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie groß der sein wird. Herr Waluga hat dazu ein wenig gesprochen. In der Studie ist es methodisch hergeleitet, wie wir auf diese Annahme kommen, dass es hier eine deutliche, aber jetzt auch nicht revolutionäre Steigerung des ÖPNV-Anteils am Modal Split geben wird. Jedenfalls hat das zur Folge, dass ein verstärkter Finanzbedarf vorhanden ist, der also insgesamt abgedeckt werden muss. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sieht eben die Finanzierung der Zukunft aus? Wir sind davon ausgegangen, dass die staatliche Grundfinanzierung, die derzeitigen Subventionen proportional stabil bleiben. Das heißt also auch, dass der Zusatzbedarf, der sich daraus ergibt, dass der ÖPNV insgesamt ohnehin wächst, dass das sozusagen dementsprechend auch weiter wächst. Wir wissen, dass da 2019 grundlegende Entscheidungen anstehen, aber wir haben einfach mal diese Annahme getroffen. Dann die Frage, wird es eben noch eine zusätzliche Grundfinanzierung von Seiten des Staates geben? Und eben die anderen Fragen, was kann über Beiträge geleistet werden und was kann über die anderen Instrumente, die ich Ihnen vorgestellt habe, geleistet werden? So, und damit kommen wir jetzt dann auch mal in Beispielrechnung, wie gesagt, verstehen Sie das jetzt nicht als sozusagen den allein selig machenden Vorschlag, sondern als ein Rechenexempel, was ein Angebot ist, auch an die Politik, um zu schauen, welche Instrumente kommen in Frage, wo will ich vielleicht ein wenig, an welchen Stellschrauben kann ich drehen. Wir haben jetzt mal sozusagen in dem Bereich Bürgerticket, also ein Beitragssystem mit einem korrespondierenden Ticket, gearbeitet. Da haben wir zwei Szenarien berechnet. Einmal, das ist in der Spalte ganztägig, sozusagen ein Bürgerticket, was unbeschränkt gültig ist, also ein vollständiges Abo. Und eben in der Spalte daneben nur in der Nebenverkehrszeit, also alles ab 10 Uhr morgens. Vorher gilt sozusagen das bisherige System. Und kommen hier eben auf eine Beispielsrechnung, um das mal mit Ihnen durchzugehen. Also könnten beispielsweise sagen, wenn ich die Grunderwerbsteuer in Berlin auf das Niveau von Schleswig-Holstein anhebe, auf 6,5%, dann wären die beiden Länder sozusagen spitze, um zu sagen, ich will diesen Effekt, dass der ÖPNV sozusagen den Grundstückswert steigt, abschöpfen, würde man dort 30 Millionen Mehreinnahmen einnehmen, die man natürlich nicht zweckgebunden im Haushalt dem ÖPNV zur Verfügung stellen könnte, aber politisch könnte man es tun. Wenn ich
einen Gästebeitrag erhebe, da kann ich natürlich an der Zahl beliebig, nicht ganz beliebig, aber ich kann natürlich sagen, ein Gästeticket kostet 1,50 Euro, das war jetzt mal eine Vorgabe, die wir mit auf den Weg bekommen haben, das mal mit 1,50 Euro zu rechnen, sozusagen als Preis für eine Tageskarte, den ein Tourist zwangsweise bekommt. Ich könnte aber auch sagen, es ist mehr. Dementsprechend würde sich jetzt, wenn ich das verdoppel oder verdreifache, würde aus der 40 eine 80 oder eine 120 Millionen Euro Einnahme. Beim Thema City-Maut ist es selbstverständlich auch so, dass man dort, wir mussten einfach eine Zahl nehmen, die wir plausibel finden. Wir haben jetzt sozusagen mal mit einer 10 Euro Vignettenlösung einfach mal kalkuliert, um eine Zahl auch in den Raum stellen zu können, und relativ konservative Annahmen, was die Erhebungskosten angeht, kommen da immerhin auf Erlöse von 105 Euro. Aber begreifen Sie das bitte nicht sozusagen, dass wir jetzt Ihnen hier vorrechnen würden, das würde eine City-Maut bringen. Das ist jetzt sozusagen eine Annahme. Selbstverständlich müsste man, wenn man das einführen wollte, sozusagen ganz genau hinterlegen. Aber wenn man sozusagen das so machte, würde man, und noch bei den Parkraumbewirtschaftungen die bisherigen Einnahmen verdoppelt, dann käme man eben auf einen Bürgerticketbeitrag, der unter Berücksichtigung sozusagen von einer sozialen Staffelung, auch das war eine Vorgabe, die wir mit einberechnet haben, dass die derzeit Befreiten von Ticketbefreiten weiterhin befreit sind, und dass bei den Jugendlichen und Kindern und anderen Gruppen einen reduzierten Beitrag von 15 Euro haben, dann käme man auf eine Beitragshöhe von 42 bis 61 Euro für alle übrigen in der ganztägigen Variante und in der Nebenverkehrszeit eben irgendwo zwischen 29 und 43 Euro, wobei man bei der Nebenverkehrsvariante eben auch noch die Möglichkeit hätte, die ich vorhin angesprochen habe, zu sagen, man ergänzt das Ganze für die Erwerbstätigen, indem die Arbeitgeber noch herangezogen werden, für diese Hauptverkehrszeit, wo man mit 21 Euro pro Erwerbstätigen dementsprechend dann auch diese Nebenzeit abdecken könnte. Jetzt bin ich aber auch gleich am Ende, weil ich schon mich den 30 Minuten hier nähere. Wir haben jetzt mal für das andere Beitragsszenario, also sprich, wir kommen jetzt weg von dem Bürgerticket, nähern uns jetzt dem allgemeinen Erschließungsbeitragsthema, wenn Sie sich nochmal erinnern, vorhin, was ich gesagt habe, und versuchen das einmal exemplarisch durchzurechnen. Also wir haben wieder die gleichen umzulegenden ÖPNV-Kosten. Diesmal gibt es nur die ganztägige Variante, völlig klar. Bei der Grunderwerbsteuer bleibt es so, bei der City-Maut auch so. Wenn man die City-Maut aus politischen Gründen nicht wollte, würden sich entsprechend die Beträge bei den anderen Instrumenten erhöhen. Also das ist sozusagen, die City-Maut ist nicht ein notwendiger, zwingender Bestandteil eines solchen Konzeptes. Bei der Parkraumbewirtschaftung auch die bekannten Maßnahmen ansetzt. So, und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, wie groß sind ungefähr die Verursacheranteile. Auch hier mussten wir mit Spannbreiten arbeiten, schlicht aufgrund auch der begrenzten Daten, die zur Verfügung standen. Wenn man also ein solches System einführte und sagen würde, wir belasten alle Bürgerinnen und Bürger gleichmäßig, also ohne irgendwelche sozialen Vergünstigungen, und man setzt den Anteil, den die Bürgerinnen und Bürger, die Einwohner zu erbringen haben, bei 50-60% an, dann käme man eben bei Kosten zwischen 17 und 21 Euro raus. Wenn man sagt, man will noch eine soziale Staffelung, dann ermäßigt sich dieser Betrag auf 15 Euro bei den ermäßigten Fahrgästen, und bei den übrigen erhöht er sich auf 19 bis 25 Euro. Die übrigen 40-50% an Finanzierungsvolumen müssten dementsprechend auf andere Drittnutzergruppen aufgeteilt werden. Das sind natürlich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ganz maßgeblich auch davon profitieren, dass sie erreichbar sind für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Kundinnen und Kunden. Diesen Anteil, wenn man den bei 20, kann man bei 20-30% ansetzen, aber eben, man muss dann Maßstäbe sich ausdenken, die belastbar sind, ob es die Unternehmensgröße ist, der Publikumsverkehr. Also all das wird sozusagen in der praktischen Umsetzung dann nachher nochmal knifflig und kompliziert. Aber es ist sicherlich auch denkbar, dort gerichtsfeste Maßstäbe zu entwickeln. Bei den Touristen und Übernachtungsgästen würden wir einen Verursachungsbeitrag so
zwischen 5% und 15% ansetzen. Auch da ist wiederum, können wir jetzt nicht genau sagen, wie hoch würde sozusagen dieser Anteil pro Übernachtung liegen, genauso wenig beim Einzelhandel und bei den Veranstaltern. Aber wichtig ist, glaube ich, vor allem ja die Botschaft auch, was sozusagen für die Einwohnerinnen und Einwohner in Berlin ein solches Modell kosten würde. Und da kommen wir eben auf diese bereits genannten Zahlen. So, jetzt bin ich aber auch fast pünktlich fertig. Dankeschön. Ja,